geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es einen Start-Now-Tabak, ja. Von dem letzten war ich ja doch relativ positiv überrascht. Und heute gibt es den, wie heißt der denn überhaupt? Baby Kiss Me. Start-Now Baby Kiss Me. OVP kann ich euch mal hier kurz zeigen, falls ihr es seht. Also so eine Art Mezzo-Mix, würde ich mal sagen. Ja, Cola küsst Orange und hier sind noch ein paar Eiswürfel mit drin. Also vielleicht Mezzo-Mix Eis oder sowas, ja. Hier, rot das Ganze wieder. Relativ grob der Schnitt, muss ich sagen. Aber für den Kopfbau geht es auf jeden Fall klar, ja. Ansonsten geht er hier noch mal mit einer Schere durch. Ich denke mal, jeder normale Mensch hat eine Schere zu Hause, meine Freunde. 250 Gramm, 14,90 €. Genau. Produktionsdatum Januar 2015, also noch relativ frisch das Ganze. Ich bin gespannt, Freunde, ja? Also Mezzo-Mix oder Cola Küsst Orange, wie auch immer, gab es ja von Alvaja den Code 69, glaube ich, ja, den habe ich mal vor 2 Jahren geraucht oder so und der war eigentlich ganz lecker und jetzt bin ich gespannt, was Start Now macht. Entweder wird es langsam doch besser oder es ist wieder der völlige Rotz, ja? Das werden wir heute mal sehen, meine Freunde. Also riechen tut das Ganze schon mal richtig lecker. Ihr habt eine süßliche, frische Orange. Cola ist so ganz leicht im Hintergrund, erinnert so ein bisschen an den Cola Dragon von Adalia. Ihr habt eine kühle, Eiswürfel, frische, minimal, ja. Aber gut. Ja, Freunde, Setup, Tonkopf Hasan Pasha 1.0, 3 Tonko Kocha Gold, Ocean Hooker. Ja, Freunde, ja. Das Video kommt, ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren. Wann kommt das Video? Ich muss das Video machen. Ha! Gay! Es wird kommen, Freunde. Ende März ist es angedacht. Ich denke mal, nächste Woche Sonntag wird das Ganze erscheinen. Will da mal ein bisschen, eine Vorstellung von der Pfeife ein bisschen anders gestalten, als es sonst immer abläuft. Und Magic Glass Fine Line Shisha Schmidt Edition. Gut, wir kommen erstmal mal zum Rauch. Da geht's schnell los. Raucht sehr gut das Ganze, ist auch wieder extrem feucht. Ich habe das Ganze mal abgewogen, lag jetzt ungefähr bei 235, 240 Gramm. Und natürlich noch überschüssige Molasses am Start. Ja. Also vom Preis her geht es trotzdem klar, das was ihr an Tabak bekommt für den Preis. Ist es akzeptabel? Und auch in diesem Video nochmal, nein, Freunde, es wird kein Ringer-Tutorial irgendwann kommen, weil man kann es nicht erklären. Also alle Leute, die bitte unter das Video schreiben, mach mal ein Ringer-Tutorial. Nein, Freunde, nein, es wird nicht kommen, weil wie soll ich das erklären? Ja, sowas wird es nicht geben. Wir kommen halt zum Geschmack. Ja, und im Geschmack schmeckt der hier meiner Meinung nach nur eine künstlich süße Orange raus. Auch relativ säuerlich, das schmeckt ja auch noch raus. Das kitzelt so leicht im Hals, ja, so minimal. Vielleicht ist es das Prickeln von der Cola, ich weiß es nicht. Das Ganze hat noch irgendeinen ekligen chemischen Touch. Ja? Ich weiß nicht, ob das vielleicht von der Cola kommt. Auf jeden Fall verschändelt das die Orange so ein bisschen. Ich glaube, die Cola macht das Ganze hier so ein bisschen zunichte, weil das irgendwie so eine
komisch chemische, leicht spritzige Cola ist auch, ja, was irgendwo cool ist. Schwer, ja. Also richtig zusagen will er mir nicht, ja. Von dem Fantastic Caribbean Blue Gedöns war ich eigentlich positiv überrascht. Aber der ist schon wieder, ja, es ist auch ein bisschen lasch schon wieder das Ganze, ja. Der kriegt voll auf die Fresse, der Tabak, also an der Hitze und sowas kann es nicht liegen. Kopfbau ist auch so, wie ich das immer baue, wie ich auch mit dem Caribbean das gemacht habe. Aber irgendwie ist der, er ist so ein wirklich, wirkliches Mittelmaß, einfach nur Durchschnitt in meinen Augen. Die Orange ist zwar da, dazu passt sich aber, wie gesagt, diese komisch-chemische Cola-Note, die mich persönlich jetzt nicht anspricht. Es ist schon die Richtung Mezzo-Mix, also Cola küsst Orange. Aber irgendwie so ein komischer, chemischer, ekliger Ton ist dabei, was mir persönlich jetzt nicht gefällt. Falls ihr den schon geraucht habt, Freunde, Kiss Me Baby oder Baby Kiss Me, so rum, schreibt es mal in die Kommentare, wie der euch gefallen hat. Ich habe schon auf Facebook gelesen, wenn ich den vorstelle, fliegt er wieder bei mir unten durch. Also er fliegt jetzt nicht komplett unten durch. Die Orange ist okay. Die Cola passt nicht so richtig. Also die Cola passt schon zu Cola küsst Orange, ja, aber diese Cola-Note an sich finde ich jetzt nicht so geil und die verschändelt die Orange ein bisschen. Tomate wollte ich gerade sagen. Ja, und von den Eiswürfeln oder von so einer leichten Kühle. Minimal vielleicht, ja, minimal. Also ich gebe hier eine minimal bedingte Kaufempfehlung raus. Wer den probieren will, vielleicht holt ihr euch mal die 250 Gramm mit ein paar Leuten bitte. Ich glaube nicht, dass irgendeiner die 250 Gramm wegsuchtet. Kann ich mir nicht vorstellen, aber Geschmäcker sind ja verschieden, ja. Vielleicht finden es auch einige mega lecker und denken sich so, was ist denn los mit dir, ja. Aber, tja, ist mal wieder so eine Sorte von Stardau, die eventuell rumstehen wird bei mir, ja, oder ich gebe es an einen Kumpel weiter oder so, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, man kann sich noch einen Kopf gönnen, sicherlich, aber alles in allem gefällt mir das nicht so. Ja, Mittelmaß, ja, Freunde, auch an meiner Stimmung, ihr seht, ist jetzt nicht so geil, wie ich es mir erhofft hatte, ja, also im Geruch wirklich geht da eigentlich klar, geile Orange, minimaler Cola-Ton und alles sowas, aber geschmacklich haut es mich jetzt nicht weg. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn ihr den geraucht habt, schreibt es in die Kommentare, wie er euch geschmeckt hat, ansonsten lasst für das nächste Video ein paar Fragen unten in den Kommentaren drin, damit ich wieder so einen kleinen FAQ-Style noch mit reinbringen kann. Ansonsten war es das von mir, Freunde. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt, ihr kleinen Schlingel. Und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Da wird noch irgendwas anderes kommen. Und ich hoffe mal, dass ich es hinkriege zeitlich. Nächste Woche Sonntag dann die Ocean Hooker, meine Freunde. Ja, ich gebe euch nochmal einen ganz kurzen Einblick, damit ihr da schon mal ein bisschen... Oh, jetzt fliege ich fast auf die Fresse. Damit ihr hier schon mal einen ganz kurzen Eindruck habt. Ja, hier. Jo, das soll es gewesen sein, meine Freunde. Mit dem Stativ halten ist auch eigentlich ganz cool, war. Alles klar, ich mache schon wieder Faxen, interessiert schon wieder keinen. Ich bin jetzt draußen, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.